Nach etwa einer Stunde Diskussion und vielen Impulsen beim Markt der Möglichkeiten im Foyer des Auditoriums, bei dem sich regionale Gesundheitsakteure präsentiert haben, zieht Bundesminister Karl Lauterbach nach seinem Besuch in Uingen Bilanz. Zunächst einmal finde ich es großartig, dass sich so viele Menschen für das Thema Digitalisierung in der Medizin interessieren. Und die Diskussion hat noch einmal gezeigt, das Ganze muss unkompliziert, aber sicher sein. Die Ärztinnen und Ärzte wollen, dass die elektronische Patientenakte leicht befüllbar ist, dass das keine neue Bürokratie ist, sondern Bürokratie abbaut. Und die Patienten wollen wissen, was haben wir eigentlich davon? Und da habe ich halt erläutert, die Behandlung wird besser, weil die Befunde sind vollständiger und es kann auch Forschung gemacht werden. Also insgesamt war es eine gute Diskussion, aber ich habe auch gerade von den Fragen einiges mitgenommen. Bei der Podiumsdiskussion gibt es viele Wünsche an den Minister, vor allem bei der Zusammenarbeit verschiedener Systeme und zwischen ambulanter und stationärer medizinischer Versorgung. Zwar werden heute bereits viele Daten zwar digital verarbeitet, müssen aber oftmals händisch von einem System ins andere übertragen werden. Lieber Professor Lauterbach, möchte ich Sie bestärken in dem Wege, die Daten verfügbar zu machen für Forschung, für individualisierte Medizin. Wir dokumentieren unfassbar viel über unsere Patienten und am Ende stehen diese Daten tatsächlich nur in unseren Akten zur Verfügung, teilweise den Kostenträgern, und hier das klare Petitum, diesen Weg unbedingt weiter fortverfolgen. Ich habe nur drei kleine Wünsche. Das eine ist, ich würde gerne Computertomographiebilder, Röntgenbilder, MRT-Bilder genauso leicht verfügbar machen wie ostasiatische Schmuddelfilme. Wir haben das Problem, dass wir in der Klinik Röntgenbilder, die in der Praxis in der Ortschaft in Göppingen oder in anderen Radiologien angefertigt werden, zu uns nur sehr, sehr umständlich in die Klinikinformationssysteme importieren können. Entweder der Patient bringt tatsächlich noch eine CD mit oder Praxen verschlüsseln ihre Aufnahmen mit QR-Codes, deren Software wir dann wiederum kaum einlesen können. Auch Marc Lux, Vorsitzender der Kreisärzteschaft, fordert mehr Unterstützung der Politik. Ich glaube, wir alle wollen Digitalisierung, die Kliniken, wir draußen sind eigentlich vom Vorteil für unsere Patienten, für das ganze System überzeugt, und vieles ist wirklich auf der Durststrecke vertrocknet quasi. Wenn Sie den Schwung Ihrer vier Gesetze wirklich erhalten könnten, das wäre super. Und dass Sie uns zur Seite stehen in diesem Dschungel der vielen Anbieter- und Schnittstellenproblematik zwischen den Sektoren, zwischen den Softwarehäusern, dass Sie da wirklich als Gesetzgeber, als Gesundheitspolitik Standards definieren, an die sich halten müssen, eine Transparenz dadurch erzeugt ist und wir eine schnelle Umsetzung kriegen. Die Alpfilz-Kliniken sind bundesweit bereits Vorreiter im Bereich der Digitalisierung und werden es mit dem Neubau weiter sein. Darum weiß Klinikchef Dr. Ingo Hüttner, dass die Pläne des Ministers viel Geld kosten, auch wenn sie der richtige Weg seien. Er rechnet vor. Die Alpfilz-Kliniken behandeln 30.000 Patienten stationär, circa pro Jahr 140.000 ambulant. Wir sind ein Haus der kritischen Infrastruktur. Das Haus macht etwa 230 Millionen Umsatz per anno und geplant fürs nächste Jahr mit Investitionstätigkeiten ein Defizit von 21,4 Millionen Euro im Plan. Und dieser Plan ist alles andere als sicher. Unsere IT-Kosten betrugen 2019 4,8 Millionen ohne Personalkosten und werden geplant 2024 7,4 Millionen Euro betragen. Das heißt, wir investieren massiv, massiv in die Digitalisierung, und wir brauchen eine Sicherheit, dass diese Investition zukunftssicher ist. Der Minister versichert den Medizinern, dass wir daran arbeiten, dass zum einen die Daten schneller und sicherer transportiert werden. Wir arbeiten an der Datensicherheit, an der Datennutzbarkeit, schneller und sicherer. Und zum Zweiten, das wird der neue Standard werden. Das heißt also eine Doppeldokumentation in der elektronischen Patientenakte und dann gleichzeitig auch noch zu Papier und in anderen Systemen, dass man alles übertragen muss. Das soll weg. Wir wollen tatsächlich alles so vereinfachen, dass man Doppeldokumentationen nicht mehr führen muss. Die digitalen Möglichkeiten rund um den Neubau der Alpfilz-Kliniken im nächsten Jahr soll für die Patienten und die Mitarbeitenden groß sein.
Im Neubau werden wir nicht mehr nur mit einer digitalen Patientenakte arbeiten, sondern es werden sich noch weitere digitale Neuerungen einführen. Zum Beispiel werden sich Patienten von zu Hause aus digital einchecken können. Wir werden mit einer automatischen Wagentransportanlage, mit einem führerlosen Transportsystem arbeiten. Es wird einen ganzen Strauß an neuen Themen geben, unter anderem auch eine handygestützte Navigation im Klinikneubau. In einem Modellprojekt haben die Alpfils-Kliniken und die niedergelassenen Ärzte im Landkreis bereits eine elektronische Patientenakte eingeführt gehabt. Das Projekt wurde aber gestoppt, weil bald eine einheitliche, große Lösung kommen soll, die der Bund vorantreibt. Wir gehen davon aus, dass wir wieder eine sektorenübergreifende Patientenakte bekommen. Das heißt, dass die Hausärzte, dass niedergelassene Fachärzte auf unsere Daten zugreifen können und Patientendaten lesen können. Wir gehen darüber hinaus davon aus, dass in Kürze die elektronische Patientenakte auch für den Patienten greifbar wird, sodass er seine Daten zum Beispiel bei der Patientenaufnahme vollständig an uns übergeben kann. Das sei auch für die Forschung ein wichtiges Thema, die auf diese zurückgreifen könnten. Dass aber niemand unberechtigt auf die Daten zugreifen könne, darauf lege man Wert. Auch das habe das Bundesministerium im Blick. Die Leute hat interessiert, wann kommt das, ist das auch sicher, also wer hat da Zugriff und was ganz wichtig ist, dass keine staatliche Behörde oder so auf diese elektronischen Patientendaten zugreifen kann. Das sind eigene Daten, die gehören den Patienten, die dürfen nur eingesehen werden von den Ärztinnen und Ärzten, denen dies vom Patienten erlaubt wurde. Eingeladen hatte den Minister die Göppinger Bundestagsabgeordnete Heike Behrens, SPD, selbst Gesundheitspolitikerin, die Digitalisierung mit vorantreibt und die vom Bundesministerium erarbeiteten Gesetze miterarbeitet und nun mit Sicherheit mit noch mehr Eindrücken und Impulsen aus dem Landkreis Göppingen.